Servus ihr Lieben, da ist wieder die Schiederin. Ich musste gestern Abend arbeiten. Das bedeutete Kind mit Vater alleine zu Hause. Und schon beim Abschied nehmen bemerkte ich am Gesichtsausdruck meines Kindes, wenn sie hätte sprechen können, hätte sie gesagt, Mama, bitte geh sofort, bitte geh sofort. Ich bin mit Papa Aloisa. Den Grund dafür fand ich heute beim Auspacken des Kindes aus dem Schlafsack. Ich habe auch nur so gefragt, hey, früh und war alles in Ordnung? Zunicken. Hat's die Nudeln mit Sauce gegessen? Ja, zunicken. Und ich habe auch noch zuversichtlich gestern Abend erbeten, bitte keine Süßigkeiten am Abend. Zunicken. Wenn die Mutter dann das Haus verlässt, existiert sie nicht mehr. Denn dann kam das heute Morgen. Das Beweismittel. Das ist kein Witz. Da sind die Schokoflecken und da hängt nur ein Gummibärl dran. Hat jetzt der denkt, ich sehe das nicht. Hat jetzt der denkt, das Kind schwitzt über Nacht den Schokoflecken weg. Hat der denkt, dass das Gummibärl noch als kleiner Mitternachtssnack dient. Umziehen wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich bin ja schon froh, dass keine Eisdüden heute Morgen an dem Hinterkopf klebte. Ich bin froh, dass keine Zuckerstange um ihren Hals hängte. Ich bin auch froh, dass die Mangerieschachtel nicht in ihr Bett geschafft hat. Wenn Väter mit ihren Kindern alleine sind, läuft nichts normal. Baden, normal. Nein, das Kind versinkt im Schaum. Wickeln, ach nein, lassen wir es doch erst einmal nackt durch die Gegend rennen. Sie kann dann auch gerne auf die Couch bieseln. Haare kämmen. Na, mit dieser Frisur wirst du das Kind nicht in die Kita schicken, ohne dass du Angst hast, dass irgendein Betreuer anruft. Mundgerecht das Essen zubereiten. Na, da kommt glühend heiß vom Grill als Grillwürstel im ganzen Affendollar. Herr, gebe mir, Mann, die Gelassenheit. Nächste Woche bin ich wieder außer Haus. So, und jetzt gönne ich mir noch eine Eistüte, denn eine ist nur übrig von den dreien gestern Abend. Antenne Bayern.